Herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home, zu einem, wie ich finde, viel diskutiert top aktuellen Thema. Sind eigentlich alle unsere, aber das finde ich besonders spannend, nämlich was ist besser, aktiv verwaltete Publikumsfonds oder Indexfonds, passive Indexfonds? Wenn Sie jetzt hier dabei sind, wahrscheinlich Selbstentscheider, vermutlich haben Sie die Frage bereits für sich beantwortet, aber das ist gar nicht so eindeutig. Und das wird, warum, wird Ihnen jetzt Ali Massava in der nächsten halben Stunde erklären. Ganz, ganz spannend. Das ist ein Live-Webinar. Das hat diesen ganz schönen Vorteil. Sie können Fragen stellen. Sie haben rechts unten so ein Fragepanel. Geben Sie da Ihre Fragen ein. Wir werden die nach Möglichkeit beantworten, direkt oder im Nachgang. Und Sie bekommen auch am Ende von der Veranstaltung eine Aufzeichnung zugesandt. Ali Massava ist Mitglied im europäischen Research-Team von Morningstar und als solcher dann auch Chefredakteur für das deutschsprachige Angebot. Und jeder, der sich mit ETFs befasst und mit Fonds und mit Investments aller Art, sei sehr empfohlen, ans Herz gelegt, mal auf morningstar.de nachzuschauen. Und ganz, ganz spannende Sachen. Hallo Ali, schön, dass du da bist. Und noch ganz kurz ein Wort dazu. Börse at Home ist ja Ihre montägliche halbe Stunde für Börsen-Know-how. Very snackable, wie das heutzutage heißt. Und Spoiler, jetzt wird's spannend. Ja, vielen Dank, liebe Edda. Ich werde jetzt meinen Screen teilen, weil solche Fragen beantwortet man am besten auch visuell unterstützt, also mit einer kleinen Präsentation. Edda hat mir versprochen, dass sie dazwischen geht, wenn ich anfange, Fachchinesisch zu sprechen. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, weil das Thema aktiv versus passiv, also aktiv verwaltete Investmentfonds versus Indexfonds oder ETFs vielmehr, das ist so eine Diskussion, die man in Fachkreisen auf ganz furchtbar komplizierte Art führen kann. Ich bin der Meinung, dass Investoren sich von dieser Komplexität nicht beirren lassen sollten, sondern sich auf das Wesentliche beschränken sollten. Und das versuche ich jetzt zu vermitteln. Und da ich ja leider auch allzu oft in dieser Community, in der Finanzbranche unterwegs bin, kann es sein, dass ich manchmal dann etwas komisch daherkomme und Edda wird mich dann aber erden, auf den Boden zurückholen und fragen, wie ich denn vielleicht was gemeint habe, wenn es zu fachchinesisch klingt. Was habe ich heute vor? Ich gehe erstmal auf die ganz, ganz grundlegende Frage ein, warum reden wir über aktiv oder passiv? Was hat das mit den Kapitalmärkten zu tun? Was hat das mit der Erfahrung von Investoren zu tun? Das ist die Einführung. Als nächstes werde ich effiziente Instrumente vorstellen. ETFs sind effiziente Lösungen für Anleger. Das ist vielleicht, das ist ein bisschen der Spoiler, ne? Das sind effiziente Lösungen. Das heißt, man kann jetzt auch aufhören und sagen, super, ich mache ETFs weiter. Ich bin der Meinung, man kann es aber auch kompliziert machen. Vielleicht sollte man zumindest über die Komplexität nachdenken, weil investieren kann sehr einfach sein, wenn es gut durchdacht ist. Wenn es nicht gut durchdacht ist, kann die Frage aktiv oder passiv eine furchtbar falsche sein. Sie führt zwar oft zu richtigen Antworten, aber man sollte es sich nicht nur leicht machen, sondern vielleicht auch etwas um die Ecke denken. So, das ist jetzt so kryptisch, dass ich hoffe, dass Sie dabei bleiben werden. Fallstricke bei passiven Investments gehört auch dazu, wenn wir über effiziente Lösungen reden, die ETFs sind, dann muss man aber auch über die Fallstricke sprechen. Und last but not least, eine etwas abseitig klingende Frage, aber die hat auch ganz, ganz wesentlich was mit der Natur erfolgreichen Investierens zu tun. Die Frage ETFs für das Risikomanagement. Da kann man einiges sagen, was in diesem Jahr passiert ist und kann dann aber die Perspektive auf die Langfristigkeit, auf die lange Frist lenken. Wenn ich über ETFs rede, über Indexfonds, ich verwende jetzt diesen Begriff synonym, einfach nur, dass Sie Bescheid wissen, es gibt ETFs, das sind die börsennotierten Indexfonds und es gibt nicht börsennotierte Indexfonds. Für unseren Kontext ist das Thema ETFs jetzt einfach mal das, was ich an Begrifflichkeiten nutzen werde. So, fangen wir an. Einführung, das Renditedilemma von Investoren. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es eine gewisse Logik gibt, die an den Kapitalmärkten herrscht und die Investoren einfach berücksichtigen müssen. Es lässt sich auf den Punkt bringen, mein Gewinn ist dein Verlust. Das heißt, wenn man die Summe aller Anleger nimmt und ich habe jetzt einfach auf der X-Achse die Summe aller Anleger, 100%, es gibt 100% der Anleger, die auf den Kapitalmärkten aktiv sind, einfach mal unterteilt in die, die eine bessere Erfahrung machen, manche, die eine schlechtere Erfahrung machen als der Marktdurchschnitt. Das ist ja so, wenn ich eine Aktie kaufe oder einen Fonds oder eine Anleihe, dann werde ich die zu einem gewissen
Preis kaufen. Das heißt, irgendjemand wird mir etwas verkaufen und er wird einen Gewinn oder einen Verlust gemacht haben. Ich kaufe ein Wertpapier zu einem gewissen Preis. Ich werde sicher das Wertpapier irgendwann verkaufen, hoffentlich länger in die Zukunft gerichtet als kürzer. Und dann werde ich auch einen Preis erzielen und dann werde ich einen Gewinn oder einen Verlust gemacht haben. Das ist jetzt so ein bisschen diese theoretische Überlegung, die allem zugrunde liegt. Ich habe im Grunde idealtypisch eine 50-50 Chance, eine bessere Rendite oder eine schlechtere Rendite als der Markt zu machen. Das gilt für jeden Anleger. Ne? Also 50-50 Chance, die Hälfte liegt drüber, die Hälfte liegt drunter. Klingt einfach, aber ganz so einfach ist es nicht. Das ist eine theoretische Überlegung, weil in der Praxis fallen Kosten an. Egal, was ich kaufe. Und das jetzt unabhängig von der Frage, ist es ein günstiger ETF, ist es ein teurer ETF, ist es ein Zertifikat, ist es sogar eine Aktie. Weil Aktien kosten vielleicht erstmal auf den ersten Blick nichts, aber auf der anderen Seite kosten mich Aktien auch Transaktionsgebühren und sie kosten auch Steuern. Das heißt, im Grunde ist diese Marktrendite etwas Theoretisches. Kein Anleger kann die Marktrendite vereinnahmen. Das hat Kosten, ist den Kosten geschuldet, in welcher Form sie auch immer anfallen. Das betrifft jeden Anleger, egal ob es ein Fondsmanager ist, ein Individuum. Das führt zu Folgendem. Das führt dazu, dass sich diese 50-50-Chance, die ich ja eben schon als theoretisch beschrieben habe, sich verschlechtert. Das heißt, Anleger werden jetzt eine schlechtere Rendite erzielen als der Markt. Das ist ja eigentlich die logische Konsequenz. Und das hat zur Folge, dass jetzt rein theoretisch betrachtet, je teurer ein Investment ist, desto mehr verschiebt sich diese Kurve, diese zweite Kurve, die ich über die erste gelegt habe, nach links. Das heißt, die Zahl derer, die eine positive relativ zum Marktdurchschnitt Performance erzielen werden, die nimmt ab. Um wie viel? Um die Kosten. Wie gesagt, das sind Durchschnitte und diese Durchschnitte können natürlich im Einzelfall ganz andere Ergebnisse verbergen, aber wichtig ist es zu überlegen, wie sieht meine Chance vor dem Investment aus. Und da kommen wir jetzt zum Thema ETFs. Warum sind sie denn so effektiv? Sie sind deswegen so effektiv, weil sie erstmal günstig sind. Und ich habe jetzt einige sehr beliebte Fondskategorien für deutsche Investoren oder auch Investoren aus der Schweiz, aus Österreich abgetragen in unserer Datenbank, die Kosten ermittelt. Und die Zahlenkolumne zu ihrer Linken stellt die Kosten von ETFs dar. Also im Beispiel Asien, Aktien in Asien ohne Japan. Ein ETF kostet im Durchschnitt 0,45% pro Jahr. Dem stehen Kosten von 1,65% pro Jahr auf der aktiven Seite entgegen. Das heißt, die Differenz 1,2 Prozentpunkte. Das ist ziemlich viel. Wenn man zum Bereich Aktien Deutschland geht, dann ist man recht schnell bei einem Sechsfachen. Gilt auch für Aktien Europa Standardwerte. Das heißt, wir reden hier von einer jetzt rein theoretisch betrachtet sehr viel schlechteren Performance-Prognose für die Anleger, die in aktive Fonds investieren, als die, die in passive Fonds investieren, also ETFs und so weiter und so fort. Das heißt, diese 15 Kategorien, die ich hier abgetragen habe, da wird man eigentlich durch die Bank sehr, sehr, sehr deutliche Kostenunterschiede feststellen bei den Anleihen, die weiter unten sind, genauso wie bei den Aktien, die weiter oben sind. Jetzt habe ich dieselben Kategorien genommen. Das wird jetzt ein bisschen komplexer. Aber das Bild ist eigentlich recht eindeutig. Jede dieser 15 Kategorien, Aktien- wie Rentenfondskategorien, wenn man die aktiv verwalteten Fonds nimmt und diese aktiv verwalteten Fonds einem Indexfonds-Composite entgegenstellt, dann kriegt man eine Erfolgsquote. Die Erfolgsquote ist jetzt nicht nur die Outperformance, sondern die enthält auch die Fonds, die überlebt haben. Das heißt, das ist eine sogenannte Survivorship-Bias-freie Analyse für die Profis unter uns. Das heißt, ich habe den Effekt der Fondsschließung mit einbezogen und man sieht, dass aktiv verwaltete Fonds auf ein Jahr gesehen, das ist die wiederum linke Zahlenkolumne, für sich genommen gar nicht mal so eine schlechte Performanceprognose haben. Also wieder Aktien Asien ex Japan, 42% der aktiv verwalteten Fonds waren in den vergangenen 12 Monaten erfolgreicher als der Indexfondsdurchschnitt. Ich habe Indexfonds genommen, um allen Anlagealternativen zu zeigen, weil kein Mensch kann, wie eben gesagt, zum Nulltarif investieren. Jeder hat Kosten, auch Indexfonds kosten Geld. Also
aktive Fonds versus Indexfonds, 42% der Aktienfonds für asiatische Standardwerte ohne Japan übertreffen ihre Indexfondskonkurrenten auf ein Jahr. Schaut man jetzt weiter zur Rechten, dann sinkt diese Quote und zwar ganz erheblich. Das ist natürlich toll, ein Beispiel zu nehmen, wo nach 15 Jahren ein nicht vorhanden steht. Also gehen wir weiter runter Richtung amerikanische Standardwerte. 25% aller US-Aktienfonds für Standardwerte aktiv waren besser als die Indexfonds in den 12 Monaten per Ende Juni. Die Quote sinkt auf 14% nach 3 Jahren, die Quote sinkt auf 8% nach 5 Jahren und es wird dann irgendwann nicht mehr relevant. 2%, 3% nach 15 Jahren der aktiven Fonds sind besser als Indexfonds. Also das ist eine recht eindeutige Entwicklung im Zeitstrahl. Das ist jetzt, wie gesagt, die Tabelle ist so koloriert, dass Sie kurzfristig versus langfristig pro Kategorie sehen. Sie sehen eigentlich in jeder Kategorie, ob Anleihen oder Aktien, Sie sehen, kurzfristig können aktiv verwaltete Fonds erfolgreich sein. Die Erfolgsquote sinkt allerdings ständig im Laufe der Zeit. Und das ein Stichwort dazu, das ist der sogenannte negative Zinseszinseffekt. Wenn Sie als aktiver Fondsmanager jedes Jahr mit einem großen Kostenblock daherkommen, dann werden Sie zwar in 1 oder 2 oder 3 Jahren vielleicht erfolgreicher sein als der Index, aber je länger die Zeitperiode dauert, desto schlechter ist Ihre Performanceprognose, weil Sie jedes Jahr diesen Kostenblock mit sich rumtragen, den Sie erstmal egalisieren müssen im Vergleich zum günstigen Indexfonds. Das ist der sogenannte negative Zinseszinseffekt, der sich über Jahre hinweg sehr, sehr, sehr deutlich zeigt. Ich komme jetzt zu dem nächsten Bild. Das sind dieselben Kategorien, das sind auch dieselben Zahlen, aber ich habe die einfach mal anders sortiert, nämlich nach Kategorie. Und da sehen Sie relativ gut, in welchem Zeitraum welche Kategorie die besten aktiven Fonds hervorgebracht hat. Und da sieht man, dass Aktien Asien ex Japan, unser beliebtes Beispiel, das auf 15 Jahre nicht vollständig ist, dass das eigentlich eine Kategorie ist, wo die Erfolgsquoten von aktiv verwalteten Fonds gar nicht mal so katastrophal sind. Ganz schlecht ist die Performanceprognose bei amerikanischen Standardwertefonds. Das haben wir eben gesehen, dass das Beispiel zeigt, dass auch innerhalb der Kategorien in jedem Zeitraum eigentlich amerikanische Standardwertefonds, die aktiven, keine besonders gute Performance gezeigt haben. Das lässt dann vielleicht auch Rückschlüsse offen für die Leute, die trotzdem aktive Fonds kaufen wollen, in welcher Kategorie sie das idealerweise tun sollten. Vielleicht eher in den grünen Bereichen als in den roten Bereichen. Ich habe hier auch mal direkt 2 Fragen. Ja. Die erste, wenn das grün ist dann, und 42% da drin stehen in einem Feld oder 48, aber das heißt im Umkehrschluss sind immer noch 52%, also die Mehrheit der passiven Fonds besser, oder? Genau. Okay. Als grün ist alles höchst relativ zu sehen, unbedingt beachten. Genau, das ist eine gute Frage. Es geht sogar noch weiter. Diese 42% dahinter steht ja nicht eine statische Summe an Fonds, sondern es sind ja wechselnde Fonds, die mal ist der eine Fonds besser, mal ist der andere Fonds besser. Das heißt, es ist keine statische Größe. Das heißt, hinter dieser Zahl, die relativ ist, wie du eben richtig gesagt hast, steht auch eine wechselnde Zahl von Fonds. Also deswegen, das ist zur Vollständigkeit hier noch erwähnt. Und dann kommt noch eine Frage zu den Kosten. Du hast ja vorhin Kosten angesprochen. Also wenn du überhaupt Kostenquoten angibst, dann ist es ja grundsätzlich in Prozent auf Anlagekapital pro Jahr. Genau. Und deswegen ganz wichtig, hier hat jetzt nämlich jemand gefragt und ich denke, das ist vielleicht für einige unserer Teilnehmerinnen interessant, wenn es um Sparraten geht, dann sind diese Prozent natürlich umzulegen, weil sie haben ja eine Sparrate und nur für den, das muss man immer annualisiert betrachten. Oder sehe ich das jetzt falsch? Also man kann es ganz einfach sehen, egal zu welchem Zeitpunkt man einen Fonds kauft, annualisiert fallen solche Kosten an. Natürlich absolut gesehen ist es, wenn man jetzt einen kürzeren Anlagezeitraum hat, wird man nicht die Kosten zahlen, die man fürs gesamte Jahr berappen muss. Absolut gesehen. Aber es ist eine Zahl, die eigentlich immer gültig ist, vorausgesetzt die Kosten ändern sich nicht. Also hat das die Frage beantwortet? Ja, sicher. Danke für den Moment. Genau. Hier noch, wo wir bei den Kosten hängen geblieben sind, oder ich bleibe jetzt ganz kurz bei den Kosten hängen. Das ist jetzt für etwas für die Fortgeschritteneren. Das sind nicht die finalen Kosten, weil es kommen noch Transaktionskosten hinzu. Auch wichtig zu beachten, das sind die laufenden Gebühren. Das ist eine Kennzahl. Sie inkludieren nicht Transaktionskosten. Typischerweise haben aktiv verwaltete Fonds noch höhere Transaktionskosten als ETFs. Also
Das kann durchaus noch weiter auseinandergehen, was schon auch bemerkenswert ist. So, jetzt kommen wir mal zur Praxis. Wie sieht es denn aus, wenn diese Vorzüge da sind? Und die sind ja manifest, die Vorzüge von Indexfonds und ETFs. Ja, was machen denn die Anleger? Jetzt habe ich einmal zur Linken, sehen Sie die Mittelzuflüsse in Indexfonds und aktiv verwaltete Fonds in den USA, also links USA, rechts Europa. Jetzt sieht man, dass der Markt, das ist der Marktanteil des verwalteten Vermögens, Entschuldigung, nicht die Mittelzuflüsse, sondern wo haben Anleger investiert. Über die Jahre, seit 2009, sieht man, dass in den USA die aktiven verwalteten Fonds massiv in der Gunst der Anleger zurückfallen. Das heißt, der Marktanteil der Indexfonds liegt in den USA bei 40%, was schon sehr viel ist, wenn man überlegt, von 20% kommt. Der Marktanteil der aktiv verwalteten Fonds sinkt 2009 von 80 auf heute, per Ende 2019, auf 60%. Also man sieht sehr, sehr klar, dass der Marktanteil aktiv verwalteter Fonds in den USA sinkt. Eine ähnliche, aber doch sehr, sehr, sehr viel weniger stark ausgeprägte Neigung zeigen Investoren in Europa. Also da sinkt der Marktanteil der aktiv verwalteten Fonds von 90% 2009 auf, ja, man muss sagen, nur etwas über 80% per Ende 2019. Antwort, liebe Hörerinnen und Hörer, es liegt am Vertrieb, weil Fonds werden typischerweise verkauft und nicht gekauft. Das ist so eine Plattitüde, aber die stimmt. Wenn Sie jetzt zur Bank gehen, werden Sie wahrscheinlich nicht ein ETF angeboten bekommen, weil Vertriebsgebühren sind nun mal hoch bei aktiv verwalteten Fonds. Das heißt, wenn Sie einen typischen klassischen Vertrieb aufsuchen, werden Sie in aller Wahrscheinlichkeit nach keinen ETF angeboten bekommen, sondern einen aktiv verwalteten Fonds. Das heißt, wenn Sie den typischen Vertriebsweg gehen, und jetzt mache ich hier Werbung für Eddas Arbeitgeber, wenn Sie nicht selber entscheiden, als Selbstentscheider über die Börse gehen und da einen ETF kaufen, werden Sie keinen ETF kriegen. Das ist jetzt meine These. Wollen Sie ETFs haben, dann müssten Sie sich mit den Gegebenheiten und den Praktiken am Kapitalmarkt vertraut machen. Der Börsenhandel ist kein Hexenwerk und führt im Durchschnitt zu besseren Erfahrungen bei Investoren. So, wir kommen jetzt zu den Mittelflüssen. Und das ist ganz interessant. Wiederum linke Seite, amerikanische Anleger. Sie investieren über die Jahre, und der rote Balken steht für Indexfonds, große Überraschung. Es wird fast nur noch Indexfonds investiert in den USA. Also Sie sehen, der Balken, der unter der Nulllinie liegt, das sind die Abflüsse, die gehen aus aktiv verwalteten Fonds raus. Und die Zuflüsse, die gehen wirklich nur in Indexfonds. Wenn man jetzt nur die aktiv verwalteten Fonds nähme, dann würde man feststellen, dass die günstigsten aktiv verwalteten Fonds in den USA Zuflüsse haben und alles andere massiv hohe Abflüsse. Diese Tendenz ist in Europa nicht zu verzeichnen. Stichwort klassischer Vertriebsweg, Banken. Sondern wir sehen, dass eigentlich aktiv verwaltete Fonds, also der blaue Anteil des Balkens ist natürlich viel größer. Zumindest war er das 2017. Und wir sehen hier eine interessante Entwicklung. 2018, 2019 nimmt der Anteil der Indexfonds doch massiv zu. Also die Botschaft hat auch in Deutschland verfangen, in Europa verfangen. Und das ist ein ermutigendes Zeichen, finde ich, weil Investoren merken immer mehr, worauf es ankommt. So. Jetzt ist das ja eine sehr, sehr linear durcherzählte Geschichte. Alles wunderbar einfach. Kaufen Sie ETFs, kaufen Sie Indexfonds. Jetzt will ich es aber ein bisschen kompliziert machen, weil die Frage aktiv oder passiv ist im Grunde genommen eine falsche Frage. Sie führt zwar zu richtigen Antworten, aber sie ist die falsche Frage. Warum ist das falsch? Weil wenn wir uns an die Grafik zu Beginn erinnern, und jetzt springe ich mal ein bisschen zurück, die Kosten. Jetzt gibt es kein Naturgesetz, das vorschreibt, dass Kosten von aktiv verwalteten Fonds so exorbitant viel höher sein müssen als die Kosten von Indexfonds. Sie fallen an, sie sind auch wahrscheinlich schon höher als die Kosten von Indexfonds, aber sie müssen nicht so hoch sein, wie sie aktuell sind. Und institutionelle Investoren können zu ganz, ganz viel günstigeren Konditionen aktiv verwaltete Fonds kaufen. Deswegen im Grunde, was ich sagen will, ist, wenn die Kosten von aktiv verwalteten Fonds nicht so hoch wären, wie sie sind, wären auch die Performance-Prognosen aktiv verwalteter Fonds besser. Und das habe ich auch untersucht in diesen besagten Kategorien.
findet man jetzt die 20% günstigsten aktiv verwalteten Fonds zu Ihrer Linken versus die Outperformance-Quoten der teuersten Fonds in der jeweiligen Kategorie. Und jetzt kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Asien ex Japan, wo tatsächlich jetzt vollständige Werte sind. Da sieht man, dass 56% der aktiv verwalteten Fonds, Aktien Asien ex Japan, 56% konnten nach 10 Jahren die passiven Fonds, also Indexfonds, im Durchschnitt übertreffen. Das ist eine ziemlich gute Prognose. Wenn man dann in der Lage ist, durch Fonds Research noch die Zahl der oder die Optionen auf Gewinner oder die Chance auf den Gewinnerfonds zu picken erhöhen kann, dann sind wir inzwischen, dann ist das schon fast signifikant. Dagegen konnten nur 24% der Aktienfonds für asiatische Standardwerte ohne Japan outperformen. Ganz krass ist es, wenn man sich die amerikanischen oder globalen Fonds anschaut. 13% aller aktiven US-Standardwertefonds, die günstigsten 20%, konnten 13% Indexfonds outperformen. 0% der teuersten 20% der aktiv verwalteten Fonds konnten das erreichen. Das heißt, man sieht, wenn man institutionellere Konditionen bekäme als Privatanleger, könnte man durchaus seine Performance-Chancen bei den aktiv verwalteten Fonds verbessern. Dann müsste man natürlich jede Menge Research machen. Man müsste gucken, wie die Qualität der Fondsgesellschaft ausschaut, die Erfahrung des Managers, das Verhalten in Auf- und Abwärtsphasen. Also man müsste schon sehr viel mehr Research betreiben, könnte sich dann aber eine ganz ordentliche Option auf Outperformance ermöglichen. Aktienfonds für Schwellenländermärkte, also Global Emerging Markets Equity, also Aktienschwellenländer. 70% der aktiv verwalteten Fonds im günstigsten Quintil konnten outperformen. Nur 18% der Fonds konnten das, wenn sie teuer waren. Das heißt, es ist leider für viele Anleger eine theoretische Überlegung, weil viele kommen gar nicht an die günstigen Fonds heran. Die werden dann nicht angezeigt bei ihrem Broker, die werden gesperrt oder wie gesagt gar nicht erst angezeigt. Deswegen, das ist jetzt im Moment für viele Anleger eine theoretische Überlegung, aber wenn jetzt zum Beispiel im Zuge von MiFID II Vertriebsgebühren doch nicht so selbstverständlich wären, wie sie noch sind, dann müsste man im Hinterkopf das jetzt hier speichern und sagen, Moment, wie sieht es denn aus? Bekomme ich überhaupt günstige aktiv verwaltete Fonds? So, jetzt habe ich fast schon eine Lanze gebrochen für aktiv verwaltete Fonds. Bleibt auch so stehen, damit Sie wissen, das Thema kann auch komplexer sein, als es im Moment sich darstellt. So, jetzt kommen wir zu den Fallstricken bei passiven Investments, bei Indexfonds. Aber Edda, hier wäre noch ganz kurz eine Frage. Genau, hier hat jemand gefragt, ob du bei der Betrachtung von den ETFs auch Outperformance berücksichtigst, die ja zum Beispiel durch Wertpapierleihe oder durch besonders günstige transaktionsgeschicktes Handeln des ETFs entstehen. Aber ja, wie ist ja, klar. Also alles, das sind so gesehen Nettozahlen, beziehungsweise Outperformance-Quoten, und hinter den Outperformance-Quoten stehen die harten Zahlen. Das heißt, die Renditeangaben, die sind ja nach Kosten, und wenn jemand in der Lage ist, durch Wertpapierleihe die Erträge zu verbessern oder wenn er durch ein Swap-Abkommen besonders steuereffizient handelt, dann ist das natürlich alles in den Zahlen drin. Das sind Nettozahlen, also endgültige Zahlen. Super, danke. So, die Fallstricke, die dürfen natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und zwar, wir reden immer nur über die schönste aller Welten. Wir reden über die amerikanischen Wachstumsaktienfonds, und da sind ETFs unschlagbar. Und das habe ich jetzt anhand des Morningstar Sterne Ratings ermittelt. Das Morningstar Sterne Rating ist im Grunde nichts anderes als eine risikoadjustierte Rendite. Und sie werden vergeben innerhalb einer Kategorie nach festen Schemata, also 10% der Besten bekommen 5 Sterne. Die 10% schlechtesten Fonds einer Kategorie bekommen 1 Stern. Und im Durchschnitt sieht es bei den Kategorien, die ich Ihnen jetzt hier aufgeführt habe, richtig gut aus. Ne? Also ETFs in der Kategorie Aktien BRIC oder US Standardwerte Growth, also in Klammern da, wo meistens Nasdaq draufsteht, die sind unschlagbar. Das ist so. Und darüber reden wir auch ganz oft. Ne? ETFs für deutsche Standardwerte 4 Sterne, Japan Standardwerte ETFs, also Topics, Nikkei und Co. 4 Sterne, US Large Cap Blend, also S&P 500 Tracker 4 Sterne,
einige haben auch fünf. Das sieht ziemlich gut aus. Und das sieht aber nicht immer so gut aus. Wenn man nämlich zu anderen Kategorien geht, zum Beispiel Aktien China, dann landet man bei unterdurchschnittlichen ETFs. Das heißt, ETFs können auch eine richtig schlechte Wahl sein. Jetzt können Sie sagen, naja gut, Aktien China, A-Shares oder also Festlandsaktien China, naja, was, da investiere ich doch gar nicht rein. Das stimmt. Allerdings, Global Equity Income, dahinter, hinter diesem englischen Begriff, verbirgt sich die Kategorie der globalen Dividenden-ETFs. Globale Dividenden-ETFs sind meistens eine ziemlich schlechte Wahl, weil bei den Sterne-Ratings gucken wir nicht nur auf Ausschüttungsquoten, sondern es geht um die totale Rendite, risikoadjustiert. Und da sehen wir, dass Anleger in Dividenden-ETFs eine ziemlich schlechte Investmenterfahrung machen, wenn man jetzt nicht nur auf die Ausschüttungen schaut, die sehen dann toll aus im Einzelfall, aber der Total Return, also die absolute Rendite, besteht nun mal auch aus Kursgewinnen und nicht nur aus Ausschüttungen. Also man kann zu Recht hervorheben und sagen, ich habe nicht einen polnischen ETF, einen Polen-Aktien-ETF, ich habe auch keinen Vietnam-ETF, aber viele haben auch Dividenden-ETFs und deswegen, man muss auch von den schlechten Kategorien sprechen. Und das sind Kategorien, wo schon lange und sehr langfristig gesehen ETFs eine ziemlich schlechte Lösung sind. Warum? Es sind schlecht diversifizierte Indizes. Die Algorithmen sind nicht besonders ambitioniert. Also Indexfonds, Befehl, schütte mir oder suche die Aktien aus, die die höchste Ausschüttungsquote haben. Dahinter können sich auch die gefallenen Engel, die sogenannten, verbergen. Das heißt, der Index kann schlecht diversifiziert sein. Der Indexalgorithmus ist mies. Also da gibt es viele Gründe. Also Aktienfonds für Griechenland sind typischerweise konzentriert, bei ETFs sind sie aber noch konzentrierter. Ich glaube, es sind 7 oder 8 oder 9 Aktien, die sich hinter dem ETF für griechische Aktien verbergen. Das ist kein diversifiziertes Investment. Das ist, wenn man so will, kommen hier schon die idiosynkratischen, also einzeltitelspezifischen Risiken sehr massiv zum Tragen. Nicht empfehlenswert. So, und ETFs können höchst unspektakulär sein. Also wir reden gerne über die Super-Outperformer, über die S&P 500-Tracker, das sind die Lieblinge. Wir können aber auch über Eurozonen, Eurostoxx 50 ETFs sprechen. Also höchst durchschnittlich ab. Jetzt kann man sagen, wenn ich einen ETF kaufe, dann will ich keinen Outperformer, dann gebe ich mich mit dem Durchschnitt zufrieden. Das ist auch okay. Man muss es nur wissen. Man sollte also nicht zu viel Glauben der Propaganda der ETF-Branche schenken, dass das immer alles die beste Lösung ist. Insofern, das ist ein Fallstrick. Der zweite Fallstrick für Leute, die sich grundsätzlich gar nicht mit Strategie-ETFs befassen möchten und wissen, was Strategie-ETFs sind, die können jetzt hier die 3 Minuten weghören und sich was zu trinken holen. Das geht jetzt um Strategie-ETFs. Das sind sogenannte semi-aktive ETFs. Das sind ETFs, die nicht den klassischen Marktindizes folgen, beziehungsweise diese abbilden, sondern das sind die ETFs, die den Anspruch haben, besser zu sein als der Markt. Klingt wie ein Oxymoron, wie ein Widerspruch in sich. Ist auch so, wenn man ETFs als Spiegel der Märkte nimmt, nach dem klassischen Verständnis. Man kann aber auch Value-ETFs kaufen, man kann Dividenden-ETFs kaufen, man kann Momentum, Quality, Growth, Buyback, Multifaktor-ETFs kaufen. Das heißt, man kann versuchen, mit ETFs den Markt zu outzuperformen, also zu übertreffen. Und da begibt man sich auf ein völlig neues Spielfeld. Man begibt sich nämlich streng genommen in die Welt des aktiven Managements. Es ist eine Wette gegen den Markt, die man damit eingeht. Das ist ein Fallstrick. Und ich hüte oder ich warne davor, dass Investoren das Thema Strategie-ETFs zu sehr vereinnahmen. Es sind bei den Profi-Anlegern kleine Modifikationen. Wenn Sie ein Portfolio haben und Sie meinen, Sie haben zu viel Technologie, dann können Sie, wenn Sie das machen wollen, ein Value-ETF nehmen oder ein Dividenden-ETF, um einem Gesamtportfolio eine klein wenig andere Richtung zu geben. Machen Sie nie ein Top- oder Flop-Thema raus, weil Sie gehen eine Wette gegen den Markt ein. Und der Markt ist, das ist das Gebilde, was immer Recht hat. Ne? Der Markt hat immer Recht, das wissen wir. So, jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir die ETFs angeschaut, die diese verschiedenen Faktoren, also Strategien, implementieren. Und die rötlich schraffierten Felder sind die, wo im Vergleich zum Index, und zwar, jetzt bitte ich einmal ganz kurz genau hinzuhören,
die Strategien, die ETF-Strategien, die hier abgebildet sind, habe ich gemessen, annualisierte Renditen, und zwar nicht Renditen, sondern Über- oder Unterrenditen, gegenüber einem kapitalisierungsgewichteten Index. Also, ich will einfach nur zeigen, ist denn dieses Outperformance-Versprechen dieser jeweiligen Strategie gegen einen klassischen Index, ist dieses Versprechen mit barer Münze zu nehmen oder wie viel Salz sollte ich beimischen? Also take it with a grain of salt. Bei Dividenden-ETFs ist es so, dass der Überschuss gegenüber einem vergleichbaren kapitalisierungsgewichteten Index negativ war auf ein Jahr gesehen, annualisiert auf 3 Jahre minus 3,1 Prozentpunkte pro Jahr an Underperformance. Identisch, das ist kein Fehler, nach 5 Jahren. Obwohl ich sehe gerade, oh je, ich muss diese Slide muss ich nachreichen. Ich habe tatsächlich einen Fehler gemacht. Ich sehe nämlich, dass die 5- und 3-Jahres-Renditen identisch sind. Das ist unschön. Also Edda, ich reiche das nach. Da habe ich anscheinend einen Fehler gemacht. Tendenz sieht aber ähnlich aus. Wir schicken es dann einfach mit. Genau, also wir schicken die korrigierte Version mit. Was ich gesagt habe, stimmt. Es gibt diese Underperformance-Werte. Bei den Grünen sieht es interessant aus. Ne? Wachstum. Bei Wachstumsstrategien werden klassische Marktindizes outperformed. Auch bei Momentum. Momentum ist wahrscheinlich der am meisten verhasste Faktor bei Analytikern, weil kein Mensch das Momentum-Thema so richtig erklären kann. Vielleicht ist es der Herdentrieb, der kurzfristig den Gewinner von gestern auch heute und morgen zur Outperformance verhilft. Es ist ein Faktor, der vielleicht am meisten erklärungsbedürftig ist. Quality, das sind dann die Unternehmen, die hohe Wettbewerbs- oder gute Wettbewerbsvorteile haben. So, jetzt hoffe ich, dass die nächste Slide, die stimmt tatsächlich, weil da habe ich jetzt die Rangfolge abgetragen. Das ist jetzt einfach nur im Grunde ein ähnliches Schaubild wie eben. Eben habe ich es versus Index genommen und jetzt nehme ich es versus Kategoriedurchschnitt. Also übersetzt heißt das, dass Dividenden-ETFs im Durchschnitt ein durchschnittliches Sterne-Rating haben. In den vergangenen 3 Jahren lagen Dividenden-ETFs im 65. Perzentil, also sie gehörten zu den 2/3 schlechtesten, zum Drittel schlechtesten Fonds der Kategorie. Das heißt, je höher diese Zahl ist, desto schlechter. Das heißt, Dividenden-ETFs waren nach 10 Jahren, gehörten zum schlechtesten Drittel der vergleichbaren Fonds, in Klammern zumeist aktiv verwaltete Fonds der identischen Kategorie. Das Bild kehrt sich um bei Growth, im Durchschnitt 4 Sterne in der jeweiligen Kategorie, 16. Perzentil nach 3 Jahren, 17. Perzentil nach 5 und 12, Rang 12 im Durchschnitt, Perzentilrang nach 10 Jahren. Das heißt im Grunde, ja, zu den 12% besten Fonds der Kategorie, das war die Bilanz nach 10 Jahren bei Growth ETFs. Bei Momentum sieht es ähnlich aus, da hat man nur leider nicht so die lange Historie, also NV steht für gab es damals nicht. Und das ist auch ein Punkt, den man unbedingt beachten muss. Strategic Beta, Smart Beta ETFs, Faktor ETFs, das ist ein relativ junges Phänomen. Das heißt, wenn man so etwas vorfindet, muss man sich vergegenwärtigen, dass die Track-Historie, also die Historie, die Leistungsbilanz, die historische, nicht besonders lang ist, weil das relativ junge Produkte sind. Auch wenn man jetzt ETFs hat, die nur 20 Jahre alt sind, man hat die Bilanz der Indizes auf die letzten 50 Jahre gesehen. Das heißt, da hat man eine bessere Indikation über die Performance. Edda, du hast eine Frage. Genau, hier kommen 2 Fragen. Also die erste von einem Teilnehmer. Hast du dir auch Low-Vola-ETFs angeschaut? Mhm, das sind die Risk-Oriented, sorry, das wollte ich sagen. Okay. Ja. Also Risk-Oriented, das hätte ich natürlich sagen müssen. Kurzfristig, wir reden jetzt über die Bilanz versus dem Index in den letzten 12 Monaten. Jetzt wissen wir, dass Risk-Oriented, also Low-Vola-ETFs, typischerweise bei stark kursierenden Märkten zurückfallen. Das ist jetzt passiert seit März, Ende März, und es ist passiert in der Zeit vor der Covid-Krise. Das heißt, das verwundert jetzt eigentlich nicht, dass die Überschussrendite minus 3 Punkte ist in einem Jahr. Sie ist bei 3 Jahren deutlich besser. Da hatten wir mehrere volatile Phasen. Und 5 Jahre muss ich allen schuldig bleiben, aber nur für kurze Zeit wird nachgereicht. Also insofern, ja, Low-Vola, das ist risk-oriented. Die sind ziemlich gut.
Und das ist eigentlich ein interessanter Befund. Je weniger ich verliere, desto weniger muss ich aufholen. Also auch wenn solche Produkte in schwachen, in starken Marktphasen zurückfallen, ist das Risikomanagement-Thema gar nicht mal so verkehrt, allerdings auf kurze Sicht. Und hinter dieser Zahl 4-Sterne-Rating und die ziemlich gute Rangfolge innerhalb der, der Kategorie, das sind Durchschnitte. Man hat leider gerade bei Risk-Oriented-Produkten eine irrsinnige Spreizung. Da gibt es ganz furchtbare Produkte und es gibt richtig gute. Und im Ergebnis ist die Mehrheit gut, aber man kann furchtbar daneben liegen. Und das ist die tückische Eigenschaft von Strategic und Smart Beta ETFs, Faktor ETFs. Es kann furchtbar schief gehen und das kann sehr gut gehen. Und deswegen kann ich jeden Anleger verstehen, der sagt, das ist mir zu aktiv, die Wette. Weil es ist eine aktive Wette. Lassen wir das so stehen. Da habe auch ich direkt eine Frage dazu. Inwieweit kann es nicht auch ein sehr bedeutsamer Faktor, also Fakt sein, dass wir in den vergangenen 10 Jahren, mal abgesehen von diesem Einbruch jetzt im März, ja eigentlich eine Hossephase hatten an dem Markt? Da komme ich gleich zu und das ist eine perfekte Ergänzung von dem, was ich gerade gesagt habe, und das ist greife ich jetzt im nächsten und im letzten Unterkapitel auf. Hoffe ich, dass ich das dann beantworte. Wenn nicht, einfach nochmal nachfragen. Also wir kommen nämlich jetzt zum Kapitel ETFs für das Risikomanagement. Das klingt, wie gesagt, wie ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich. Ist es auch, wenn man sich das Bild der ersten 6 Covid-Wochen sozusagen ab Mitte, Ende Februar anschaut. Das ist jetzt eine verwirrende Vielzahl an Charts. Das ist nichts anderes als bezogen auf den amerikanischen Markt die ersten oder die Verläufe der größten Kapitalmarktkrisen. Ich habe das jetzt versucht, so deutlich wie möglich zu machen in diesem roten Viereck. Das minus 22,5% waren die Verluste in den ersten 4 Wochen der Covid-Krise, also quasi vom 20. Februar bis 31. April, März, so, also 6 Wochen, 5 Wochen. Also die Märkte sind gefallen wie Steine und das ist der amerikanische Aktienmarkt. Das heißt, da sind die ETFs natürlich 1:1 wie die Steine mit runtergefallen. Die vergleichbare Intensität des Absturzes gab es nur 1929 und das ist dieser blaue Balken, der genau neben diesem roten ist. Das heißt, die Märkte sind gefallen wie Steine in diesem Jahr im Februar, März. Vergleichbar war das nur mit der Great Depression, also mit der Korrektur 1929 fortfolgende. Sonst hat in keinem Abschwung in so kurzer Zeit ein derartiger Verlust stattgefunden. So, abspeichern. Nächstes Slide. Die Erholung. Die war grandios. Und jetzt kommen wir in den Bereich der Küchenpsychologie. Ein aktiver Fondsmanager, der sieht, dass innerhalb weniger Wochen sein Investment auch fällt wie ein Stein. Der wird typischerweise das Risiko reduzieren. Er kann das machen mit Derivaten, mit Cashquoten, er kann defensive Aktien kaufen. Und er weiß aber nicht, wann das zu Ende ist. Und ein Merkmal dieser Korrektur war das immense Tempo, mit dem der Abschwung stattfand. Und der spiegelbildliche die spiegelbildliche Erholung. Und das ist das Bild, was wir hier sehen. Also hier ist die Situation Ende März. Also da nehmen wir das auf, was wir eben in der Slide gesehen haben, dieser massive Abschwung. Und wir sehen, dass dieser Aufschwung wirklich ohne Beispiel ist. Und da lassen wir auch 1929 hinter uns. Es gab zwar auch eine Erholung damals, aber in keiner anderen Kapitalmarktkrise der letzten, 90, 95 Jahre hatten wir eine derartige Erholung. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem aktiven Fondsmanager, der sein Risiko rausgenommen hat. Ja, was macht der? Der guckt natürlich in die Röhre, wenn es dann bei dem Wiederaufschwung wieder nach oben geht, weil er eine Cashquote hat, weil er Positionen mit Derivaten abgesichert hat. Da gibt es einen Premiumfonds, der da ganz besonders hervorsticht. Es gibt also viele, viele Fondsmanager, die das Risiko rausgenommen haben, aber nicht den Wiedereinstieg gefunden haben. So, jetzt komme ich zu ein paar ETFs, die sind relativ bekannt. Ich mache hier keine Werbung für iShares, ich habe einfach die größten ETFs einiger prominenter Kategorien mir rausgezogen. Da ist iShares als Marktführer typischerweise vertreten. Das heißt, hier sind viele Investoren mit dem Spiel.
So, was sehen wir hier? Wir sehen die Renditen in Q1 beim S&P 500 Core ETF minus 17%, minus 17,8%. Ein spiegelbildlicher Wiederaufstieg im Q2, also die ersten 3 Monate, die zweiten 3 Monate, also das Q2. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe diesen ETF, man sieht ja, harter Abschwung, starker Aufschwung. Aber in Summe war die Performance dieses ETFs nur im 47. Perzentil seiner Kategorie. Das heißt, er gehört eigentlich ja, zu dem noch zu der besseren Hälfte der Fonds. Wenn man das aber vergleicht mit der Bilanz dieses ETFs über die Jahre, nach 3 Jahren, sieht man diesen Fonds, diesen ETF im 26. Perzentil, im 17. Perzentil nach 5 Jahren. Und nach 10 Jahren ist er im 7. Perzentil. Er gehört nach 10 Jahren, also in der Rückschau, zu den 7% besten Fonds seiner Kategorie in den vergangenen 10 Jahren. Also mit anderen Worten, er lässt so gut wie alle aktiv verwalteten Fonds hinter sich. Das gilt aber nicht für dieses Halbjahr. Also man sieht, die Bilanz von ETFs in der kurzen Frist ist sicher nicht berauschend. Das heißt, nein, es gibt kein Risikomanagement. Es gibt absolut kein Risikomanagement. Die ETFs, sie fallen wie die Steine. Und wenn die Märkte sich entscheiden, wie Raketen wieder, wie Phönix aus der Asche zu steigen, dann sind sie dabei. Aber weil die Verluste dann doch hoch sind, führt das zu einer gemischten Bilanz. Jetzt reiben sich natürlich die aktiven Fondsmanager die Hände, weil es ist auffällig, dass in fast allen, bei fast allen ETFs, und die stehen ja für Märkte, das heißt, man kann sagen, das ist der US-Markt, MSCI World, der globale Markt, Euro Corporate Bond, Risikopapiere gilt auch. MSCI, Emerging Markets, Investable Market Index, also bis auf den FTSE 100, bis auf britische Standardwerte ETFs, hat eigentlich kurzfristig so gut wie jeder dieser ETFs in der kurzen Frist eine schlechtere Bilanz als aktive Fonds abgeliefert. Aber gucken wir uns doch mal an, worauf es wirklich ankommt, weil wer Risikomanagement so definiert, der hat meines Erachtens was falsch gemacht. Und jetzt kommen wir zu der Propaganda Slide der Fondsindustrie schlechthin. Das ist unsere Slide, der sogenannte Ibbotson-Chart. Das ist nichts anderes als die Langfristentwicklung der Kapitalmärkte hier, des US-Aktienmarkts seit 1870. Es gibt verlorene Dekaden. Die verlorenen Dekaden, das sind diese rot schraffierten Felder. Also wer zwischen 1970 und 1985 investiert war, hatte keine gute Erfahrung im Aktienmarkt. Insofern, das können durchaus lange verlorene Dekaden sein, aber es geht darum, die ganz lange Frist sich anzuschauen und langfristig steigen Märkte. Wenn ich kurzfristig Risiken wegmanage und dabei sogar erfolgreich bin als aktiver Fondsmanager, dann werde ich, wenn ich ziemlich viel rumhedge und ziemlich viel absichere und ziemlich hohe Cashquoten mit mir herumtrage, aller Long-Investoren vermutlich keine so gute Erfahrung bescheren. Und das Deswegen bin ich eigentlich ein Freund von dieser These, ETFs als Risikomanagement-Instrumente. Ich würde sogar sagen, ja, weil das Risiko, das größte Risiko, was ein Anleger haben kann, ist es, dass er seine finanziellen Ziele nicht erreicht. Und wenn er seine finanziellen Ziele nicht erreicht, dann fehlt was in der Rentenphase oder ich kann dann halt nicht auf die Malediven fahren, sondern muss auf Malle zur Schinkenstraße. Das heißt, wenn Investoren ihre Ziele, die sie sich gesteckt haben am Kapitalmarkt, nicht erreichen, ist das viel gravierender, als wenn sie auf dem Weg dorthin zwischenzeitlich mal einen Verlust erlitten haben. Also ich würde sagen, ich bin mit meiner Präsentation am Ende, hoffentlich nicht am Ende meines Lateins, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, freue mich über Fragen, wenn noch welche. Da sind eine ganze Menge und vor allen Dingen wahrscheinlich auch ganz viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die nicht in die Schinkenstraße wollen. Die wollen jetzt wissen, woran kann man, und das ist noch eigentlich eine naheliegende Frage, woran kann man jetzt gute und schlechte Smart Beta ETFs erkennen? Wie kann man das unterscheiden? Du hast ja gesagt, dass es da die Spreu und die Weizen sehr weit auseinandergehen in dem Thema. Ja, also wie gesagt, meine Skepsis zu Smart Beta, Strategic Beta habe ich hinreichend Ausdruck verliehen. Man begibt sich in das Feld der aktiven Manager und so weiter und so fort. Übrigens sind Smart Beta ETFs, Stichwort USA ETFs, glaube ich, 8-mal so teuer wie der günstigste S&P 500 Tracker. Das heißt, auch da gilt wiederum das Kostenargument, was wir ja eingangs gesehen haben. Die Grafik verschiebt sich immer weiter nach links, je höher die Kosten sind. Und wenn man jetzt einfach diesen Markt als ETF-Markt versteht,
schiebt das Smart Beta Teil die Outperformance-Chancen versus klassischen ETFs ein bisschen nach links, vielleicht nicht ganz so stark wie bei aktiv versus passiv, aber naja, also man muss gucken, ist das logisch? Also ist das, und da kommen wir jetzt zu qualitativen Analysen, man muss ein bisschen Common Sense walten lassen und vielleicht ein Tipp dazu, nicht jeder komplexe Smart Beta Algorithmus ist auch der beste. Also ganz viel wird zum Beispiel über das Thema Low Volatility gesprochen. Es gibt jetzt wahnsinnig komplexe Algorithmen, die nennen sich dann Minimum Variance, und Minimum Variance hat das Ziel, dass auf Gesamtportfolio-Ebene vermittels komplexer statistischer Modelle die Volatilität reduziert wird. Das kann heißen, dass aus Korrelationsgründen oder anderen Gründen, die man nicht immer nachvollziehen kann als Otto-Normalanleger, hochvolatile Aktien mit dabei sind, und insgesamt versucht man durch einen komplexen Algorithmus das Gesamtportfolio-Risiko zu senken. Jetzt gibt es aber auch ETFs, Low-Vol-ETFs, die auf Titel setzen, die die wenigste historische Volatilität aufgewiesen haben. Und es passiert sehr, sehr oft, dass diese ganz, ganz simpel gestrickten ETFs eine bessere Performance erzielen als die hochkomplexen Algorithmen. Also was kann man daraus lernen? Natürlich keine absolute Regel, aber vielleicht eine Daumenregel. Nicht alles, was hyperkomplex ist, ist auch hyper sophisticated im Sinne von gewinnbringend. Also man muss einfach seinen gesunden Menschenverstand zu Rate ziehen. Oder aber Morningstar, jetzt kommt mein Werbefenster, was du mir hoffentlich nicht vor der Nase zuknallen wirst, Edda. Wir haben auch auf morningstar.de qualitative Analysen, auch zu Smart Beta ETFs, wo wir sagen, naja, ist das was sich lohnt? Also jetzt unabhängig von den Sternen, wir haben qualitative Ratings, die sogenannten Analyst Ratings, und wir gucken uns auch solche Produkte an. Ich glaube, wir haben mittlerweile 130 Smart oder Strategic Beta ETFs analysiert, qualitativ auf ihre Sinnhaftigkeit. Wer sich registriert, kann den One-Pager, den Einseiter, sich anschauen, wo zusammengefasst steht, was unsere ETF-Analysten zu dem einen oder anderen ETF sagen. Vielleicht auch direkt hier angeschlossen noch ein Tipp von eurer Seite, weil jetzt hat jemand gefragt, du hattest dich auch mal intensiv mit Nachhaltigkeitsstrategien beschäftigt und da eine qualitative Analyse zugemacht, nicht wahr? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Auch auf morningstar.de, also hier Hinweis an den Teilnehmer. Genau. Also man muss sich morningstar.de so vorstellen, also wir produzieren wahnsinnig viel Research weltweit zu Aktien, zu ETFs, zu Märkten, zu allem Möglichen. Und ich gucke halt, dass ich das, was den Anleger in Deutschland interessiert, durch diesen Trichter jage, beziehungsweise einfach das rausfiltere, was für den deutschen Anleger relevant ist. Und dazu zählt auch sehr viel ESG-Research. Genau. Hier war noch eine Frage grundsätzlich, also so zu deinem Aktiv-Passiv-Vergleich, ob das richtig wäre, das so ein bisschen vereinfacht zu interpretieren, dass je spezieller der Markt, umso eher hätten aktiv verwaltete Fonds einen Vorteil und könnten den nutzen. Wenn man es ganz, da ist was dran. Also sagen wir so, wenn man Markt mit effizient übersetzt, Also Märkte, wo alle Informationen schon enthalten sind, wo Research keinen großen Mehrwert bringt. Da würde ich tendenziell auch Vorteile bei ETFs sehen, weil man durch Research sich nicht große Informationsvorsprünge vielleicht sichern kann. Das ist bei uns übrigens auch so. Wenn wir Fonds qualitativ analysieren, aktiv verwaltete Fonds, das tun wir ja sehr stark, dann haben wir inzwischen uns ein bisschen aus diesem US Large Cap Segment verabschiedet, weil wir sagen, es ist fast schon die Nadel im Heuhaufen, dort etwas zu finden, was in der Lage ist, den Markt out zu performen. Insofern, ja, man muss sich dann im Zweifel über die einzelne Kategorie unterhalten, aber ich würde es als Faustregel jetzt erstmal so stehen lassen. Ja, kann man so sagen. Danke. Und dann war noch eine Rückfrage zu Folie Nummer 6, Seite 6. Auf welchen Betrachtungszeitraum sich das bezogen würde? Das ist kein Zeitraum. Das ist einfach nur ein crazy Bild, ein Bild, wo einfach ein Sachverhalt illustriert werden soll. Keinerlei Messpunkte. Es ist einfach nur, dass die Logik des Investierens. Wenn ich investiere, habe ich Kosten, und wenn ich hohe Kosten habe, falle ich per se hinter den Markt
als Gesamtes zurück oder ich minimiere meine Chancen, sagen wir mal so. Dann habe ich hier noch eine Frage, ich suche sie gerade mal, die bezog sich ja auf die Kosten, also auf diesen Vergleich günstige aktiv verwaltete Fonds versus teure, wie die Abgrenzung ist, also welche Preisspanne da zugrunde liegt, zu günstig oder teuer. Wir haben einfach die aktiv verwalteten Fonds, also Summe 100, also 100% der aktiv verwalteten Fonds, haben wir nach Kosten in fünf gleiche Teile geteilt. Von sehr günstig, also die 20% günstigsten, 20% danach, 20% danach, 20% teuersten. So, und dann haben wir die 20% der günstigsten gegenüber den 20% der teuersten gegenübergestellt. Und siehe da, wiederum Asien, ex-Japan, 56% des günstigsten Quintils, also 20%, haben ein Indexfonds Composite im Schnitt übertroffen. 24% war das bei den teuersten der Fall. Ich denke, das beantwortet diese Frage. Im Moment habe ich nichts, was jetzt hier passt. An Sachen werden wir auch im Nachgang dann nochmal behandeln. So, jetzt kommen schon ganz viele Danke. Also, wenn Sie jetzt noch eine Frage haben an Ali, das ist genau der Moment, sie jetzt zu stellen. Also auch von mir, mal vielen Dank und nochmal überhaupt keine Werbung, ein sehr berechtigter Hinweis. Nutzen Sie morningstar.de, schauen Sie mal, was Sie da finden. Ganz, ganz, ganz solide und interessant, solide recherchierte und interessant zu lesende Beiträge. So, jetzt ist hier noch eine Frage. Wie bewertest du als Robots? Hast du da eine Meinung zu? Wer bitte was? Entschuldigung, das hast Robot, du schon. Robo-Advisor. Das war Ach, vermutlich die Robos. Brücke. Ja. Auch da gilt, nicht alles, was komplex ist, ist gut. Und nicht alles, was als Robo daherkommt, ist günstig. Und Robos, die einfach nur Musterportfolios anbieten, mit einmal Rebalancing im Jahr, müssen nicht 80, 90 Basispunkte kosten. Und wer sich mit Robos auseinandersetzt, kann auch überlegen, statt ein Robo, ein Do-it-yourself, also quasi selber was zu machen. Das soll überhaupt nicht gegen Robos sein. Also wer eine bequeme Lösung will, der mandatiert ein Robo. Aber die sind teuer. Also es gibt ein Robo von Vanguard in den USA und ich glaube, da kostet das All-Inclusive 19 Basispunkte, also 0,19% pro Jahr. Und wenn man sich die Kosten hierzulande anschaut, dann sind Robos wahnsinnig teuer. Also verglichen jetzt mit Vanguard USA, das ist natürlich jetzt, wir reden vom Mekka des günstigen Investierens, aber nichtsdestoweniger, ich finde, man sollte gucken, was möglich ist. Und deswegen, ich würde jetzt hier keine offensive Werbung für Robos machen, es sei denn, die Alternative ist, zur Sparkasse zu gehen und da einen teuren aktiv verwalteten Fonds sich aufs Auge drücken zu lassen. Und Sparkasse steht hier für Bank jeglicher Couleur und übrigens auch für Direktbanken. Ein kleiner Hinweis darauf, dass Direktbanken ohne jegliche Beratung auch Kickbacks vereinnahmen. Insofern, alles, was ihre Kosten reduziert, ist prinzipiell eine gute Idee, aber was sie daraus machen, ist ihnen natürlich überlassen. Keine Gewähr und so weiter und so fort. Vielleicht genau passend dazu auch eine gute Schlussfrage von jemand, auch noch ein bisschen das Grundsätzliche, ob ETFs mit hohen Kosten per se dann eben schlecht werden. Kommt wie immer drauf an. Ja, wobei, da würde ich schon sagen, also wenn es jetzt ein ETF ist, ich gehe davon aus, dass die ETF-Anbieter alle professionell arbeiten. Sie haben aber ein Geschäftsmodell, das natürlich auf Gewinn ausgerichtet ist. Und gerade die großen Anbieter, Stichwort iShares, macht das sehr gerne. Die haben sehr günstige ETFs auf den S&P 500, sie haben aber auch teure ETFs auf den S&P 500. Und die Logik ist, dass die Durchschnittserträge über alle ETFs eines Anbieters das entscheidende Kriterium sind. Und wenn Sie jetzt 10 teure ETFs haben und einen sehr günstigen, dann können Sie als ETF-Anbieter diesen einen günstigen ins Schaufenster stellen und sich aber gleichzeitig an den sehr, sehr hohen Erträgen, die Sie über die teuren Vereinnahmen freuen, weil dann haben Sie einmal hohe Erträge und Sie können einen sehr günstigen ETF aus der Wundertüte zaubern und siehe da, Sie haben trotzdem eine gute Ertragslage. Also ganz schlimm für einen ETF-Anbieter ist es, dass er nur einen einzigen ETF auf einen Index hat und der muss die Kosten von 40 Basispunkte auf 10 reduzieren, weil dann kriegt er sofort auf die Bilanz einen massiven Hammerschlag und dann hat er keinen Spaß mehr. Also insofern ja,
günstig ist gut bei ETFs. Je günstiger, desto besser. Irgendwann muss man natürlich gucken, ob das Ganze nicht kippt, weil die ETF-Anbieter müssen natürlich auch die Produkte seriös bewirtschaften. Wenn jetzt der Wettbewerb ruinös wird, dann nimmt vielleicht irgendwann die Qualität der Bewirtschaftung ab. Es gibt auch immer Einzelfälle, über die man diskutieren kann. USA-ETFs sind ein Thema für sich, da habe ich auch einiges schon zu geschrieben. Aber grundsätzlich, je günstiger ein ETF ist, desto besser, weil ich gehe davon aus, dass die Qualität der Replikation bei eigentlich allen ETF-Anbietern gut ist, die am Markt sind und die präsent sind am Markt. Vielen Dank für deine Erläuterung. Kommen auch ganz viele Dankeschöns hier von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Sie bekommen eine Aufzeichnung von dieser Session in den nächsten Tagen zugeschickt. Und es hat auch jemand nach den neuen Terminen gefragt. Die sind auch noch nicht auf der Website. Da gehen Sie gleich hin. Nächste Woche, Montag, schauen wir mal in Xetra rein. Diesmal intern mit einem Kollegen von mir von der Marktsteuerung und erklären Vola, Unterbrechung und Limits, also ganz praktisch, und gucken tatsächlich mal ins echte Xetra. Aber alle Termine bekommen Sie auch wie gewohnt mit der E-Mail, mit dem Link zu der Aufzeichnung zugesandt. Und ich gucke jetzt nochmal, ob noch ein Kommentar hier ist oder so. Ja, ganz viel Dankeschön. Auch von mir, Ali. Es war echt super spannend. Danke für deine Zeit und dein Wissen, das du mit uns geteilt hast. Und vielleicht ein Schlusswort an dich. Ja, ich fand es toll, hier dabei zu sein. Es ist immer ganz toll, mit Privatinvestoren zu sprechen, weil am Ende des Tages, auch wenn die viele Analysen, die ich schreibe, vielleicht von Marktteilnehmern gelesen wird, ist am Ende der Nahrungskette der Privatinvestor, und je direkter ich Privatanleger erreichen kann, desto ungefilterter kommt die Botschaft hoffentlich rüber. Ich freue mich, wenn es was gebracht hat, Mehrwert gebracht hat. Und ja, dir ganz, ganz herzliches Dankeschön, Eddard, dass ich hier sein durfte. Danke dir, das hat sicherlich Mehrwert gebracht. Und allen draußen wünsche ich viel Erfolg an der Börse und gute nächste Tage.